Und dann legen wir an dieser unbekannten Insel an und gucken uns die an. Ja, unser Rumpf ist schon mal wieder repariert, was ich gut finde. Ja, ich treffe wieder zwei Gruppenmitglieder. Ja, Irena und Imani. Ahoi, Kip, wir spielen gerade Oladerkopf. Lust, eine Runde mitzuspielen? Ja, immer doch. Ja, Imani tritt zurück. Ich setze diese Runde aus, weil Geld ist mir doch zu wichtig. Irena kichert und ein Dolch hervorhebt. Die Lore zieht übermäßig lange, bevor der Dolch schießt in Richtung des Oladers. Ja. Auf die Nase ziehen. Ja. Nochmal auf die Nase. Ja, 13 für Irena und 16 für mich. Ich habe gewonnen. Seemannserfahrung, Moral. Das ist schön. Ja, die brennenden Sandbänke. Ja, die brennenden Sandbänke. Wächterhügel. Ha, hier ist auch noch ein Ort. Sogar zwei. Okay, die Lagune meiden wir erstmal. Und selbst hier ist noch ein Ort zum Anlegen. Also ja, ich habe eigentlich am Anfang des Spiels erwartet, dass es anstrengender werden würde, alles zu erkunden. Aber wie man sieht, sind wir schon ziemlich gut dabei. Steinstampfer-Rudel, Captain Tennig. Ohairo. Oh, da ist Wen. Der fährt auch noch genau in unsere Richtung. Oh, der fährt eine Dau. Eine Dau ist kleiner als wir. Erstmal ein Quicksave machen, bevor wir uns mal auf ein Seebattle einlassen. Begib dich in dein See Details ansehen. Ah, er ist gut bewaffnet, nur seine Leute sind nicht so gut wie unsere. Er hat aber allerdings sehr viel weniger Rumpf als wir, hat sogar ein beschädigtes Segel ins Seegefecht begeben. Okay. Wir haben den Vorteil. Wir sind eigentlich nah genug. Zeigt keine Gnade Angriff. Andererseits, wenn ich darüber nachdenke, Meldung machen. Position halten. Die drehen. Ich kann nicht drehen, weil ich kein. Ja. Ich habe kein Steuermann, deswegen kann ich nicht drehen. Macht Sinn. Ich weiß, du bist angeknackst. Aber du musst jetzt für mich kämpfen. Hard Backboard, bitte. Ja.
Boah, die Kanone an Steuerbord alle 70%. Kanonenkugel, Kettenschuss oder Traubenschuss. Der Kettenschuss macht Segel kaputt. Kanonenkugel. Feuer. Volltreffer. Okay, er versetzt seine Mannschaft. Jetzt hat er gerade den Vorteil. Halsen würde umdrehen. Das würde eine Runde dauern. Also würde die ganze Runde dauern. Mach mal lieber Meldung. Ne, sieht alles in Ordnung aus. Ich kann die Kanonen leider nicht tauschen. Also im Augenblick stehen wir auch so zueinander, dass er mit den Dürrwälder Schnauzen auf mich schießen kann. Also Position beibehalten. Warten wir mal seinen Schuss ab. Au, bei uns hat das gesessen. Gut. Prinzipiell sehen wir, wird stabilisiert. Position weiterhalten. Kanonen abfeuern. Feuer. Das war jetzt ein schöner Schuss. Ich gehe mal volle Kraft voraus, damit wir etwas in Bewegung sind. Stoppe jetzt. Sie schießen wieder. Schaden an Unterdeckbesatzung, Schaden an Segeln. Meldung machen, wer ist verletzt? Irina. Okay. Da feuert man wieder alle Steuerbordkanonen. Wir haben wieder volle. Teil der Ladung ist nun ungesichert. Verliere 10% einer zufälligen Ressource. 25% Schaden, okay. Ja, der bewegt seine gesamte Mannschaft. Mach mal Meldung. Bewegt euch mal lieber. Ja, der bewegt wieder seine Leute. Dann Position halten. Die halten auch. Okay. Kanonen abfeuern, Feuer. Seemann über Bord. Ja. Komm, wir halten mal. Ja. Wir heizen immer noch. Die stoppen. Bei denen ertrinkt einer. Nee, da ist schon mal die Eiderzug. Okay. Backbordkanonen. Nein, stoppt erstmal. Jetzt feuert. Okay, viel haben sie nicht mehr. Auf halbe Segel. Wir fahren mal langsam.
Er bewegt wieder seine Leute. Jetzt halten wir wieder die Position. Er hält auch inne. Machen wir mal Meldung. Ah, die sehen alle nicht gerade gut aus. Deswegen... Wisst ihr was? Geben wir mal den Traubenschuss ab. Oh, sie schießen zurück. Fahren wir mal ein bisschen. Halten die Position wieder. Die dreht immer noch. Meldung machen. Wie sieht's aus da drüben? Die werden verarztet. Also feuern wir einfach mal wieder normale Kanonenkugeln ab. Oh, hatten die Zeit, sich zu reparieren? Halten wir mal. Ja, der bewegt wieder seine Mannschaft. Ist okay. Der bewegt weiter seine Mannschaft. Wir halten. Er stoppt. Er stabilisiert seine Leute. Wir stoppen auch. Wir haben den Vorteil. Feuert. Segel massiv zerrissen. Der Rumpf ist im Eimer. Und wir haben Irena erlitt gebrochene Knochen. Wir haben Seemannserfahrung sehr schön erhalten. Haben sogar Essen und alles mögliche. Triumph von wen haben wir erhalten? Ja. Gut. Ihr beide dürft euch jetzt erstmal ausruhen. Auch wenn das erst fürs Erste unsere Kochration erhöht. Also ja, ich muss ehrlich sagen, entern ist effektiver. Vor allem, da wir jetzt so leicht entern können. So, jetzt sind wir wieder hier. Eine salzige Grotte. Legen wir es erstmal hier an. Denn hier ist ein Obstgarten. Oh, da kriegen wir Kurkifrüchte. Und Kappa-Blätter. Ah, dein Wasser nehmen wir auch noch. Sollen wir auch noch deinen ganzen Kappa-Tee nehmen? Ja, nehmen wir den ruhig auch noch. Oh, da fällt mir gerade so ein Alof. Zepter des Schlüsselbrechers, das Auge von Vale. Dann kriegst du das, den Zauberstab mal. Gewährt nur ein Traum, einmal pro Ruhephase. Verhindert für kurze Zeit, dass die Gesundheit des schwer verletzten Charakters auf Null fällt. Eine Wuchtschadenwasser wäre auf das Ziel zu wirken. Fantastische Freunde. Ruft ein paar von Drachen herbei, die für denjenigen kämpfen, der den Zauberspruch verhängt hat. Ah, oh, das klingt nicht schlecht. Lügengeschichten. Nö, wenn dann das hier. Dafür haben wir die Zutaten jede Menge. Gut. Und ja, es ist ein riesiger Zauberstab. Ziemlich knorrig sogar. Ja, wir müssen unser Schiff ja auch wieder mehr reparieren.
Ja, nur noch 2 Tage für beide. Ja, Umaru der Thronanwärter ist hier. Auf der Insel. Hier ist auch Wasser.